Also eins ist gelöst, der Hall der Flöte. Die Flöte des Phantoms wurde von Evan Barth ersteigert und gelangte so in Arianas Hände. Ihr Klang wurde durch die vielen Rohre unter der Stadt verbreitet. Ja, und das nächste, das Phantom. Ne, warte, du hast doch noch Text. Ah, ich hab da noch Text, ja, stimmt hier. Also waren es die Rohre, die das Lied der Flöte vom See hinunter in die Stadt trugen. Ja gut, das war jetzt auch so eine nötige Information. Eine skandalöse Enthüllung schon fast. Ja, genau. ja, das Phantom. Arianna spielte die Flöte, um ein gewaltiges Wesen namens Lagunia herbeizurufen. Die liebe Kreatur ist jedoch nicht das Phantom. Doch was ist dann das Phantom? Lagunia, das hört sich auch ein bisschen so an wie ein gewisses Pokémon. Was aber ganz anders aussieht wieder. Und fliegen kann. Lagunias weiche Flossen könnten wohl kaum Steingebäude beschädigen. Das echte Phantom hat Klauen. Ja, weiter. Feuer frei! Lagunia! Jakes, was hat das zu bedeuten? Da zappelt es im Netz, das Phantom. Es war bloß ein hässliches, fettes Fischmonster. Oh, den würde ich am liebsten mit meinem Mauszeiger voll eine reinhauen. Die Hexe, die es kontrolliert, habe ich auch erwischt. Ich bin wirklich der Größte. Zwei Fliegen auf einen Streich. Die Stadt ist wieder sicher. Und ich bin um einen gelösten Fall reicher. Herr Polizeipräsident, dieses Wesen ist nicht das wahre Phantom. Seien Sie still, Läden. Sie können von Glück reden, dass ich Sie nicht ins Kittchen schmeiße. Krapiert? Halt! Das dürfen Sie nicht! Arianna, nein! Tony! Herr Professor, Arianna, wir dürfen das nicht zulassen. Luke. Kommen Sie mit, Luke. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Jake sofort hinterher. Luke, und bitte warte kurz. Aber Arianna! Hör zu, Luke. Natürlich werden wir ihr helfen. Aber das können wir nur mit kühlem Kopf. Du vertraust mir doch, Luke. Ja, Professor. Das arme Monster. Also, das arme Lagunia. Die arme Lagunia. So, und der arme Tony. Und der arme Tony. Und die arme Sprich Arianna. Mit Tony. Lass uns erstmal die Stadt absuchen. Wer war der denn? Ich weiß es nicht. War der überhaupt, musste der überhaupt schon synchronisiert werden? Ich weiß gar nicht, du. Also erst war er ja Seamus. Seamus! Sie haben meine Schwester entführt. Sie haben Arianna. Tony, wir werden sie retten, das verspreche ich. Ihr wollt euch mit der Polizei anlegen? Spitze, bisher habt ihr euch ja hervorragend geschlagen. Wir finden Hilfe. Und es sei dir versichert, wir werden Arianna aus Jakes Händen, Fängen befreien. Niemand hier wird Ihnen helfen. Jeder hier hasst uns. Das ist nicht wahr, Tony. Wenn du um Beistand bittest, erhältst du ihn auch. Da bin ich mir sicher. Bring diese Nachricht zu einem Jungen namens Crow. Er wird schon wissen, was zu tun ist. Tony, du musst uns einfach glauben. Diese Punkte immer. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass ihr in der Lage seid, Lagunia und meine Schwester zu befreien? Ja, davon bin ich überzeugt. Aber dafür müssen wir uns deiner Unterstützung gewiss sein. Einverstanden. Alles, was ich zu tun habe, ist, diese Nachricht abzuliefern. Ich mach's. Aber wie soll uns das weiterbringen? Ich halte meine Versprechen immer, Tony. Ein echter Gentleman bricht niemals sein Wort. Moment mal, ich bin ja der Meinung, das ist am Ende sogar der Polizeipräsident. Die richtige Größe hätte er ja eigentlich schon fast. Nee. Ja? Nein.
Nein, Quatsch. Das Phantom, ach so. Was hast du denn jetzt gedacht? Ich dachte jetzt schon an was anderes, sorry. Ach so. Übrigens bin ich immer noch der Meinung, dass dieser geheimnisvolle Heini, mit dem der Präsident immer spricht, die gleiche Stimme hat wie hier Stolypin, Dr. Eggman. Wie sollte das denn? Also es kann sein, dass das im Spiel so versehentlich passiert ist. Aber das ja, ist... Er wird's nicht sein, das wird, nicht. Das nee, ist er nicht, nee, nee, nee. Das wär's ja noch. Aber die Stimme, die erinnert mich total an den. Ja gut, dann... Moment mal, wenn Lagunia nicht unser gesuchtes Phantom ist, wer oder was ist es dann? Es ist doch Jakes. Das wahre Phantom mag zwar ähnlich groß wie Lagunia sein, ist ansonsten aber völlig andersartig. Lagunia versucht, den Koloss an seinem Vorhaben zu hindern. Der verbissene Kampf beider war es, der die Gebäude der Stadt in Schutt und Asche legte. Ariana hatte Angst, Lagunia wurde im Gefecht verletzt, sodass sie mit der Flöte zurückrief. Aber natürlich, also ist Arianas Ocarina der Ruf des Phantoms? Arianas Ocarina. Mensch, machen wir daraus einen Zungenbrecher. Arianas Ocarina, Arianas Ocarina, Arianas Ocarina? Nee. Egal. Dessen bin ich mir nicht sicher. Noch können wir leider nur Vermutungen anstellen. Zumindest konnte die Flötenmelodie Lagunia beruhigen. Sie sagten, Lagunia habe gegen das echte Phantom gekämpft. Sehr richtig. Professor, sagen Sie doch, wer oder was ist denn nun dieses Phantom? Ich könnte es euch verraten, aber ich ziehe es vor, es euch zu zeigen. Sehen wir nach der Falle. Aber ja doch, die Falle. Sie meinen den Sie meinen den Hinterhalt, mit dem uns Crone seine Rabenbande geholfen hat? Genau den, und jetzt lasst uns gehen. Die Anwohner bezeichneten Ariana als Hexe, sie hatten jedoch keinerlei Grund dazu. Es liegt an uns, die von Jakes gestreuten Lügen aus der Welt zu schaffen. Und die Bewohner, die Bewohner zu überzeugen, brauchen wir aber handfeste Beweise. Korrekt. Handfeste Beweise. Handfeste. Korrekt. Unsere Falle wird uns zu diesen verhelfen und somit Arianas Ruf reinwaschen. Na dann, los zum Ort des letzten Angriffs. Helft meiner Schwester. Na gut, gucken wir mal. Am Poppenspiel wollten wir auch mal machen, fällt mir das Poppenspiel, rein. Genau. So, helft meiner Schwester, gucken wir mal. Ansehen, ne? Um Ariana und Lagunia zu retten, gibt Toni sein Fehlverhalten zu und bittet die Kinder der Rabenbande um Hilfe. Na denn. Hallo, da bist du ja wieder. Suchst du denn etwas Bestimmtes? Ich bringe eine Nachricht für einen gewissen Crow. Meine Schwester befindet sich in großer Gefahr. Hey, beruhige dich. Komm, ich bringe dich zu ihm. Beruhige dich, nimm diesen... Nimm die rote Pille. Nicht die blaue? Nein, die rote. Okay. Du willst also, dass wir deiner Schwester helfen, der Unheilshexe. Genau. Genau? Nicht genau. Keine Unheilshexe, Mann. Das wäre dämlich. Genau, bitte rettet sie. Aber dann würden wir ja der Hexe helfen. Und was, wenn sich die Unheilshexe als Herrin des Phantoms erweist? Dann wäre ihre Rettung keine so gute Idee, findest du nicht auch? Sie verteilt doch jetzt schon Hexenmale in der Stadt. Vielleicht ist sie ja noch mächtiger geworden. Nein, das ist nicht wahr. Die sind alle von mir. Ich konnte es nicht ertragen, dass alle so schlimm über sie reden. Also wollte ich ihnen Angst einjagen. Meine Schwester hat nichts Falsches getan. Das war... ich. Ist das wahr? Gar nicht mal eine so üble Masche. Ehrlich? Das hätte auch der Ideenwerkstatt des Schwarzen Raben entspringen können. Respekt. Weißt du was? Ich nutze gern jede Gelegenheit, diesem fiesen Jakes gehörig eins auszuwischen. Also helft ihr mir? Wenn alles vorbereitet ist, musst du den Einwohnern berichten, was du getan hast. Beichten. Beichten, ja.
Versprich es, dann kannst du dir unserer Unterstützung sicher sein. Ich verspreche es, du hast mein Wort. Gut, das reicht mir. Nicht mal nach einer Unterschrift auf einem Vertrag verlangt, sondern einfach... Das passt mir auch gerade gedacht. Und jetzt, wie genau hast du dir unsere Rettungsaktion denn vorgestellt? Ich soll dir diese Nachricht überbringen. Ist das so? Na dann lass mal rüberwachsen. Es sind Anweisungen zur Rettung meiner Schwester. Und damit ist die Sache erledigt, ja? Das war's? Du bist selbstverständlich auch mit von der Partie, kapiert? Wenn alles vorbereitet ist, gibt dir Roddy weitere Anweisungen, denen du Folge leisten wirst. Verstanden, ich gebe mein Bestes. Gratuliere, vom heutigen Tag an bist du ein geschätztes Mitglied der Schwarzen Raben. Juhu! So, dann wollen wir doch mal das Puppenspiel uns anschauen. Gerne doch. Na, was haben wir denn hier? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Na, du musst dann Worte eintragen. Wer sagt denn das jetzt? Guten Morgen, Chef. Ich würde mal sagen, der Hase. Guten Morgen, Chef. Morgen? Wie wär's? Wir bringen zuerst den Laden auf Vordermann. Der Boden ist etwas schmutzig. Überlassen Sie das mir, Chef. Das Paket sieht bald aus wie sauber geleckt. Ich griff mir meinen treuen Mop. Nur damit konnte ich den Boden so richtig auf Hochglanz... waschen, braten, schneiden. Den Boden auf Hochglanz aufstellen. Eigentlich polieren. Lecken finde ich auch gut. Scheiße, haben wir das Wort? Ey, das wäre jetzt so bescheuert. Hätten wir nicht Lecken mal... haben wir. Lecken bringt aber wohl nichts, oder? Nee. Mob, aber schrubben. Schrubben? Mobben? Schmieren? Ich glaube, das ist nicht so das Richtige. Auf Hochglanz waschen? Nee. Auf Hochglanz? Schrubben, würde ich sagen. Oh, Tatsache. Glück gehabt. Ja, wieso Glück? Was hätt's denn sonst sein Na, sollen? Na, polieren! Nein. Heißt doch auf Hochglanz polieren. Aber doch nicht den Boden. Ich weiß. Nach einer Weile emsigen Wienerns kam der Chef zurück, beladen mit einem schweren Paket. Was, beladen mit einem schweren Paket? Der Chef ist also beladen, aha. Nein, außerdem hier Wienern ist ja das bald so wie Bonern und ja, wie polieren. Bonern, aber polieren? Bonern ist polieren. Bei polieren habe ich immer so vor Augen, man sitzt da mit dem Lappen auf dem Boden und macht so... Es gibt doch andere Möglichkeiten. Außerdem willst du den ganzen Boden nur mit dem Lappen? Ja, klar. Ja, eben, deswegen das ist es nicht polieren, stundenlang. Sondern schrubben. Dann mach das mal stundenlang. Schweres Paket. Wie geht's weiter? Hier sind die neuen Artikel. Die gehen weg wie warme Semmeln, denn es sind warme Semmeln. Das sagen mir meine Knochen. Dort ist der in der Auslage ist noch ein schönes Plätzchen. Da würden sie sich gut machen. Schön, dass Sie so begeistert von der Ware sind. Ich finde die Sachen ja eher ungewöhnlich. Aber Arbeit ist Arbeit und so musste ich alles fein säuberlich im Schaufenster zeichnen. Aufstellen. Ja, platt drücken. Du musst es da drauf drücken. Drück mal von oben auf. Oder fein säuberlich im Schaufenster... Essen. Essen. Nein, aufstellen. Jo, würde ich auch sagen. Oder aufhängen. Buh, was? Aufstellen ist falsch? Ja. Ich hab's noch nicht. Vielleicht aufhängen dann doch? Bla bla bla. Kriegst du da nochmal eine Möglichkeit oder muss ich's auch erst machen und dann weiter? Warte mal, wir können ja mal gucken. Also, ich weiß nicht, man kann... Ah, du kannst ja zurückgehen unten. Ja, aber ist das zurück dann auch? Ja, weil sonst wär's aufhören. Achso, stimmt. Deswegen. Letzte Szene wiederholen. Guckt nochmal. Ja, da kommt er. Im Schaufenster aufhängen, würde ich dann sagen. Bla bla bla, schweres Paket, bla bla bla, bla bla. Nein, ich weiß, was es ist. Aufreihen. Aufreihen, oh. Aufreihen steht da? Ja. Oh, da drüben, ja. Okay. Bravissimo!
Okay. Ob die Artikel sich ohne etwas Dekor wirklich so gut verkaufen würden, wie der Chef das dachte? Ich überließ nichts dem Zufall und bastelte eine riesige, schwere Werbetafel aus Holz und Pappe. Neu und Schnurrhaar klingelnd. Gut, lautete mein Werbeslogan. Eine tolle Tafel. Ich suchte mir einen Haken und konnte sie ganz stolz über der Ware aufhängen. Aufhängen, ja. Einkochen. Was haben wir denn als nächstes? Na, wie läuft die Arbeit? Oh, Junge, das sieht ja kolossal aus. Fein gemacht, meine Kleine. Könntest du die überschüssigen Sachen vielleicht ins Lager bringen? Noch bevor ich antworten konnte, war der Chef schon wieder hinten im Laden verschwunden. Ich packte die Sachen in die leeren Kartons, denn so konnte ich sie besser ins Lager, mein Stylus... Tragen, genau. Ins Lager schmieren. Okay, tragen. Denn die ganzen leeren Pappkartons hier. Ich konnte mich vor lauter Pappe gar nicht richtig rühren. Der Chef sollte mehr auf Ordnung achten. Was haben Sie denn angestellt, Chef? Hier muss mal ordentlich aufgeräumt werden. Und wie viel Platz so ein Karton doch einnimmt? Vor dem Wegräumen sollte man ihn zuerst... waschen. Braten. Schneiden. Plattdrücken. Ja. Macht man so. Oh, was gibt's noch? Das ist richtig, nimm's. Man sollte ihn zuerst lecken. Ich finde die Animation so cool. Puff, puff. Au! So was Blödes, da hatte ich mir beim Schachtelplätten doch glatt in die Pfote geschnitten. Ich arme, als kleines Kätzchen musste ich diese... Ach, das ist eine Katze. Stimmt. Musste ich diese böse Wunde natürlich gleich... lecken. Ja. Als Kätzchen natürlich, das machen die so. Vollenden drücken, ja, lecker. Die Wunde essen. Gießen. Bravissimo. Wirklich? Bei lecken? Ja. Oh, fuck. Die Animation dazu wieder. Geil. Ich war mir sicher, dass wir irgendwo im Laden noch einen Erste-Hilfe-Kasten hatten. Aha, da war er schon. Ich trug gleich ein wenig Jod auf den Schnitt auf. Das brennt. Zum Glück hatten wir Pflaster. So konnte ich mir schnell eine auf den Schritt... auf den Schnitt... pappen. Kleben. Wo war denn Kleben? Kleben ist das in der letzten Reihe. Ah ja, da. Drücken wäre auch noch... Aber Kleben ist richtig. Was ist denn hier passiert? Wir öffnen gleich. Ist alles in Ordnung mit dir? Ach nichts, nur ein kleiner Kratzer. Immer noch 9 Leben übrig. Der Laden ist blitzeblank und alles steht da, wo es soll. Was bist du? Achso, da fehlt nur noch die Klapptafel vor dem Geschäft. Machst du das bitte? Klar, Chef. Jeden Morgen durfte ich die Klapptafel mit den Öffnungszeiten vor der Tür aufstellen. Nee, gießen. Endlich Feierabend. Ich weiß ja nicht, ob es am guten Riecher des Chefs gelegen hatte, aber wir hatten alles verkauft. Es war eine Schau, wie sich die Kunden um die neuen Artikel rissen. Toll. Seitdem ist unser Laden einer der bekanntesten und beliebtesten der ganzen Stadt. Nickerchen konnte ich zwar keine mehr halten, aber die Arbeit machte Spaß und der Chef packte mit an. Yay! So, damit hätten wir schon das zweite Puppenspiel fertig, aber das dritte... Ups, jetzt habe ich damit versehentlich angefangen. Nein, warte, ich mach aufhören. Ja, aufhören. Das werden wir bestimmt noch nicht hinkriegen. Ja, da fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. Ja, bestimmt doch. Fehlen noch 3 Wörter dazu. Oh, ach so. Siehst du? Müssen wir uns mal überlegen, dass wir die finden. Dann müssen wir mal gucken, wann wir die finden.